Macht. Spannung zwischen Liebe und Egoismus. Natürlich wissen wir, dass die Liebe letztendlich das Allumfassende ist, immer wieder. Aber wie das so ist mit der Liebe, sie spaltet sich auf in unterschiedliche Dinge. Und all diese Dinge, die wir dann so sind oder die wir erfahren, wie wir uns verhalten, spiegeln natürlich die Liebe dar. Aber wenn wir versuchen, genauer hineinzuschauen, dann geht es oft um diesen Spannungsbogen entweder Liebe, und jeder weiß, was Liebe ist, weil sie stets empfunden wird und weil wir stets in Liebe sind, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite der Begriff Egoismus. Als Individuen, als Persönlichkeiten haben wir die Eigenart, und das hat auch jeder Strauch, jeder Baum, ich hatte noch nicht mal gesagt, jede Katze und so weiter, diese Eigenart, sehr individuell zu sein, weil wir so gewollt sind in der Individualität und weil es letztendlich ein Produkt der Liebe ist. Und deswegen die Eigenart, sehr egozentrisch zu werden, sehr egoistisch zu werden im Extremfall und uns zu entfalten und damit zu bestimmen und damit natürlich die Macht zu bestimmen in unserer Egozentrik. Wir wollen etwas durchsetzen. Wir wollen etwas erreichen und insofern üben wir stets und immer wieder Macht aus als Menschen. Aber auch als System, als Institutionen, als Staaten, als was auch immer. Wir üben Macht aus wegen einer Einseitigkeit, wegen einem einseitigen Anspruch, den wir als Mensch immer wieder haben und der natürlich uns und anderen Menschen oder anderen Dingen Probleme bereitet. Auf der anderen Seite des Egoismus oder der Egozentrik ist dann tatsächlich die Liebe, die zwischen den Dingen fließt, zwischen allen Dingen fließt. Deswegen begehren wir anderes, deswegen lieben wir anderes. Deswegen mögen wir den Sonnenaufgang. Deswegen möchten wir diesen Menschen näher kennenlernen, die Natur, die Landschaft, was auch immer. Also dieser Begegnungsfluss, der ja stets durch die Liebe stattfindet und der das Eigentliche der Liebe ausmacht, das ist interessant. Aber immer wieder in Gefahr ist oder durch die Gefahr bedroht wird, in eine Einseitigkeit des Machtanspruches abzugleiten und damit eben etwas Einseitiges zu wollen, etwas haben zu wollen, für sich besitzen zu wollen. Und da Macht auszuüben, ein Land zu erobern, sich durchzusetzen, etwas anzuhäufen, gierig zu sein und all diese Ausläufer, die eben Egozentrik oder Egoismus haben kann. Und damit eben auch immer wieder ein Machtproblem zwischen den Dingen darstellt. Zwischen den vielen, vielen, vielen Sachen, die je geschöpft wurden, darstellt. Das ist immer wieder die Herausforderung. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wenn wir uns dessen mehr bewusst werden, was da läuft, dass eigentlich das Begegnungspotenzial die schiere Liebe ist und damit eben das Mitgefühl, aber eben auch in dem Respekt vor dem anderen, gerade im Respekt vor dem anderen, es nicht und ihn nicht, sie nicht zu unterwerfen, sondern zu belassen und sich liebend zu begegnen. Und auf der anderen Seite die Einseitigkeit, das ist meins, das will ich, das möchte ich. Das brauche ich, das bestimme ich und nur ich bestimme. Und dann üben wir eben diese egozentrische Macht aus. Ich glaube, das sind so zwei Pole von Macht, wenn wir das dual denken. Und uns bleibt oft nichts anderes übrig, als das eben dualistisch zu denken. Aber das ist das, was uns immer wieder widerfährt. Und deswegen ist es interessant, achtsam zu sein bezüglich diese Einseitigkeiten, die sehr schnell passieren können. Ist da wirklich ein Austausch da, eine Wechselseitigkeit, ein Respekt, ein Belassen in dem Persönlichsten, in dem Persönlichen, in der Würde der Dinge, wirklich in der Würde der Dinge? Oder eben die andere Seite, übe ich Macht aus um jeden Preis und zerstöre und mache alles Mögliche. Das ist doch mal interessant, darüber zu reflektieren.